Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ja, wie ihr seht, sind wir heute nicht in meinem richtigen Zimmer, sondern in einem virtuellen Zimmer. Genauer gesagt ist es mein zweites Zimmer, was ich bekomme. Ich habe es jetzt bereits schon in mehreren Videos angesprochen, dass wir ein bisschen umbauen, beziehungsweise ich ein zweites Zimmer bekomme. Und in diesem Video würde ich euch eben sehr gerne mal zeigen, wie denn mein Fahrerarbeitsplatz eigentlich mal aussehen soll. Das heißt, ich habe mir die Mühe gemacht, habe mein zweites Zimmer gestern mal komplett ausgemessen und habe das im Blender 1:1 nachmodelliert. Hab dann da meinen Fahrerarbeitsplatz aufgebaut, wie das dann aussehen soll, sogar mit originalen Neoplanteilen. Und jetzt könnt ihr sozusagen euch das mal anschauen, wie ich das eigentlich alles geplant habe und wie das dann letzten Endes sein soll. Ja, es war ja echt geplant, dass der Fahrerarbeitsplatz in mein jetziges Zimmer kommt und ich eben in dieses zweite Zimmer umziehe. Das habe ich ja gestern schon angesprochen. Und das Problem ist eben, dass wir gestern Möbel kaufen waren. Und dass halt das zweite Zimmer relativ klein ist, das werdet ihr auch gleich sehen. Fürs VDV ist es aber eigentlich, relativ gut. Und ja, das Problem ist eben, das Zimmer ist relativ klein. Mein jetziges Zimmer ist relativ groß. Und ich würde halt dann da eben in dem anderen Zimmer drüben einen Schrank und ein Bett reinkriegen. Dann wäre es aber auch schon voll. Und in mein jetziges Zimmer kriege ich eben einen Fernseher rein, kriege ich mein Bett rein, Schrank rein, Couch rein. Was man halt eben alle so zum Leben braucht, ne? Oder generell so zum Chillen. Und ja. Deswegen haben wir gestern so entschieden, ziehe ich eben in, oder bleibe ich in meinem jetzigen Zimmer und das VDV zieht eben in das Nebenzimmer um. Ja, und ich will euch das heute sehr gerne mal zeigen, wie ich mir das vorgestellt habe. Und dann würde ich sagen, legen wir auch gleich mal los. Wie gesagt, das ist alles im Programm Blender entstanden. Die Texturen gewinnen teilweise auch keinen Schönheitspreis. Es geht mir einfach nur darum, dass ihr mal so ein bisschen erkennt oder dass ihr halt euch das mal so ein bisschen vorstellen könnt, wie das eigentlich aussehen soll. Ja, wir haben hier unsere Eingangstür. Durch die kommen wir eben rein bzw. raus. Und wenn ich dann ins Zimmer reingehe, sieht das Ganze so aus. Das heißt, wir haben dann eben hier unseren Fahrerarbeitsplatz. Der ähnelt eigentlich einem von einem echten Bus. Soll auch so sein. Und ja, ich habe mir eben überlegt, dass ich mir eben die ganzen Frontverkleidungen da vorne mit hole. Die Fahrertür, Zahltisch. Ja, dann oben noch ein paar Deckenverkleidungen, den Eurokasten inklusive Verbandskasten und so Zeug. Und eventuell noch die Schalltafel. Ja, warum nur eventuell? Das Problem ist, dass von dem Bus, wo ich aktuell die Teile bekomme, also wir haben hier bei uns in der Werkstatt so einen Ersatzteilspender stehen, der Bus, der fährt angeblich noch selbstständig zum Schrottplatz. Ich mag das zu bezweifeln, aber gut, ich bin kein Kfz-Mechatroniker, deswegen kann ich dazu nicht allzu viel sagen. Laut der Werkstatt ist der Bus auf jeden Fall noch fahrbereit oder wird fahrbereit gehalten und der Bus fährt noch selbstständig zum Schrottplatz, deswegen kann ich mir die ganzen Teile auch noch nicht holen. Wurde eben hinten am Heck, beziehungsweise an der Rückwand, muss man eher sagen, wurde eben unten so ein rechteckiges Viereck rausgeflext, weil man irgendwie scheinbar was aus dem Boden rausholen wollte, irgendwelche Schläuche oder so, keine Ahnung. Und deswegen wurde eben die Schalltafel hinten beschädigt. Dieses rausgeschnittene Viereck, das liegt im Bus, das heißt, das könnte man rein theoretisch wieder einbauen. Nur sieht es halt dann dementsprechend auch wieder aus, ne? Das heißt, ich müsste das irgendwie dann hinten hinter meinem Fahrersitz mit einer Metallplatte irgendwie befestigen, dass es halt hält. Und ich weiß halt nicht, wie das dann aussieht, ob es dann scheiße aussieht, ob das geil aussieht. Und deswegen weiß ich auch nicht, ob ich mir die Schalltafel dann letzten Endes holen soll oder nicht. Ja, wird sich auf jeden Fall entscheiden, wenn ich die ganzen anderen Teile mir hole. Also ich hoffe ja immer noch irgendwie, dass es vielleicht heißt, ja, du kannst den Bus bei uns ausschlachten, weil wir fahren den doch nicht mehr weg, sondern der kommt auf den Tieflader und wird dann weggebracht. Weil sonst müsste ich eben die ganzen Teile auf dem Schrottplatz ausbauen und es ist dann, ja, weiß ich nicht, muss ich einen Tag Urlaub für hernehmen und so weiter. Aber wenn es nicht anders geht, dann mache ich es natürlich so. Mir ist es natürlich wichtig, dass ich die ganzen Teile bekomme. Und ich finde es auch echt krass, dass die Stadtwerke mich da so unterstützen. Deswegen auch nochmal einen recht herzlichen Dank an euch, dass ich da eben die ganzen Teile bekomme. Ja, genau, dann würde ich sagen, steigen wir jetzt einfach mal ein. Das heißt, wir können jetzt mal hier zu unserer Fahrertür hingehen. Können die Fahrertür natürlich auch öffnen. Dafür muss ich nur den Magneten ausschalten. Können die auch öffnen in die richtige Richtung. Können dann wieder einsteigen und können die Tür wieder schließen. Ja, dann sitzen wir eben hier auf unserem Fahrersitz und es sieht dann eben so aus. Das heißt, ja, ich habe hier meinen Zahltisch, wo dann später auch ein Geldwechsler reinkommt. Den Geldwechsler kann man ja auch so umbauen, dass er mit OMSI funktioniert. Das heißt, wenn ich da Mikrotaste einbaue und dann meine Taste am Geldwechsler betätige, würde eben auch in OMSI das Geld rausrollen. Das will ich dann vielleicht auch so umsetzen, da muss ich dann eben nur spezielle flexible Leitungen benutzen, weil ja die Fahrertür ständig auf- und zugemacht wird, wenn ich ein- bzw. aussteige. Deswegen muss ich mal gucken, wie ich das dann mache. Wäre aber halt auf jeden Fall eine ganz coole Sache. Das haben ja auch schon mehrere Leute gemacht, das heißt, möglich wäre es.
Nur ist, wie gesagt, halt die Frage, wie ich das dann mit der Fahrertür regle. Ja, und dann haben wir eben hier unser Armaturenbrett. Das ist ja gleich geblieben. Das Einzige, was sich verändern wird, ich muss es ja dann, wie im realen Fahrzeug auch, an diesen, ja, an dieser Metallhalterung eben befestigen, wie es halt in echt auch befestigt ist. Aber aktuell habe ich das ja auf so einem selbstgebauten Podest stehen. Und der Vorteil ist halt, ich kann dann eigentlich auch die Dashboard-Verstellung mit umsetzen, weil ich ja auch den Fahrersitz habe, auf dem ich aktuell sitze. Der ist ja auch an der Druckluft mit angeschlossen. Und der Vorteil wäre halt eben daran, dass ich dann die Dashboard-Verstellung auch mit umsetzen könnte. Das heißt, ich könnte mein Armaturenbrett dann eben in der Höhe, im Winkel und so wie im echten Bus halt eben auch verstellen. Wäre halt, denke ich, auch ein ganz cooles Feature. Muss ich aber mal gucken, ob ich das dann letzten Endes mit umsetze oder nicht. Also einbauen muss ich es auf jeden Fall so, dass ich es jederzeit wieder umsetzen könnte. Nur ist die Frage, ob ich das dann letzten Endes auch mache oder nicht. Dann haben wir hier links das seitliche Armaturenbrett. Wie ihr dann schon seht, ist da auch die Handbremse jetzt an die reale Position gewandert. Aktuell ist die ja links neben dem Armaturenbrett an so einer selbstgebauten Konstruktion. Die würde logischerweise dann auch wieder an reale Positionen verschwinden. Dann haben wir links das Heizungsbedienfeld. Da wären dann in echt auch noch ein paar weitere Knöpfe, die ich jetzt aber nicht mit hier angebaut habe. Weil, wie gesagt, es soll nur mal so zum Zeigen ein bisschen sein, dass ihr halt so einen groben Überblick habt, wie das aussehen soll. Deswegen ist auch das Armaturenbrett weitestgehend leer, weil das habe ich mir jetzt einfach mal aus dem NG312 rausgezogen und habe es mir hier eben in Blender reingeholt. Ja, soll dann eben letzten Endes so aussehen. Dann haben wir da oben den Eurokasten, wo eben noch die zwei Lautsprecher mit dranhängen, die ich aber dann wahrscheinlich austauschen muss, weil die aktuell im Bus ja recht stark demoliert sind. Dann haben wir hier das Mikrofon, das ich mir mit ausbauen möchte, und da vorne bzw. an der Seite den Rollo. Wenn ich mich richtig entsinne, könnte man den Rollo sogar mit OMSI verbinden. Das heißt, mir ist so eine Idee gekommen, ich weiß aber nicht, ob das funktioniert. Und zwar, wenn ich in den Rollo oben in den, ich sag mal Anführungszeichen, in den Antrieb, das ist zwar ein mechanischer Rollo, den man von Hand betätigen muss, aber der ist ja auch irgendwo aufgerollt. Wenn ich da ein Potentiometer mit einbaue und ich den Rollo mit der Hand nach unten ziehe, bewegt sich das Potentiometer ja auch mit. Und wenn ich mich recht entsinne, müsste das eigentlich funktionieren, dass ich dann den Rollo auch in OMSI bewegen kann. Weil wenn ich ja das Potentiometer bewege, dann sendet es ja wieder in OMSI Impulse. Und wenn ich dann sage, ey, pass auf, ich bewege den Rollo nach unten, dann sollte es in OMSI auch passieren, müsste das eigentlich möglich sein. Ich hab mir zwar noch nie so eine Rollo-Befestigung angeguckt, beziehungsweise so einen Rollo-Ab- beziehungsweise Anlauf, aber eigentlich ist der ja auch nur in der Regel auf so einer Rolle wahrscheinlich irgendwie aufgerollt, wie so ein normaler Zimmer- oder Dachrollo wahrscheinlich auch. Und deswegen denke ich mal, müsste das eigentlich möglich sein, dass man den auch mit OMSI verbindet. Wenn es nicht funktioniert, dann lasse ich den einfach nur zu dekorativen Zwecken da. Das war halt eben so eine Idee, da muss ich mich aber, wie gesagt, mal selber nochmal ein bisschen mit auseinandersetzen. Vielleicht gibt es ja auch irgendwie eine andere Idee, wird sich auf jeden Fall dann auch zeigen. Ja, da haben wir eben, wie gesagt, hier den Frontrollo, an der Seite den Seitenrollo. Ja, dann sind wir hier eigentlich auch schon weitestgehend fertig. Sitz haben wir eben, der natürlich wieder an der Luftfederung mit ange also an meinen Kompressor mit angeschlossen ist. Das heißt, dass ich halt ja die Luftfederung wieder aktivieren kann, dann die Höhenverstellung und was ich halt eben alles so mit meinem Sitz mit Druckluft machen kann. Ja, dann gehe ich jetzt einfach mal hier so über die Fahrertür raus. Dann haben wir da oben eben den Eurokasten bzw. auch den Verbandskasten, wo auch ein Nothammer mit dran hängt. Den würde ich mir sehr gerne mit ausbauen, weil wir haben nämlich bei uns im Haus, beziehungsweise im ersten Stock, hat meine Mutter in ihrem Fernsehschrank so einen Verbandskasten, sag ich mal in Anführungszeichen, oder eben so eine Kiste, wo halt Verbände, Pflaster, Tabletten und sowas drin sind. Und da muss sie, ja, nicht allzu oft rein, aber das nimmt halt, sag ich mal, auch Platz im Schrank weg. Und es wäre eigentlich ganz cool, wenn man das dann da oben mit lagern könnte, weil ich meine, zusperren tue ich das da oben dann sowieso nicht. Das Teil kann ja die ganze Zeit offen bleiben, dass man halt schnell Zugriff drauf hat. Und dann würde ich eben da oben links, wo eigentlich der Verbandskasten gelagert ist, halt eben die ganzen Verbände und Tabletten und sowas lagern. Hier rechts hätte ich dann auch nochmal so einen kleinen Stauraum, weil in echt sind da ja irgendwelche Lüftungsschläuche drin, habe ich gesehen, und irgendwelche Kabel, keine Ahnung, was da oben in echt eigentlich drin ist, weil in dem Bus, der da eben ausgeschlachtet wird, da kann man da oben eben mal reingucken, weil normalerweise ist es halt zugesperrt und nur für die Werkstatt scheinbar zugänglich. Aber so hätte ich halt, habe ich halt die Möglichkeit, da mal reinzugucken. Und da kann ich da oben auch noch ein bisschen was lagern, wenn es sein muss. Ja. Wird sich auf jeden Fall zeigen, was dann da oben reinkommt. Dann haben wir da oben die Deckenleuchten, die ich mir sehr gerne noch mit ausbauen würde. Die könnte ich sogar wieder übers Relais mit ansteuern. Das heißt, wenn ich dann in OMSI die Türen aufmache und Beleuchtung anhab, dann geht ja oben die Kassenbeleuchtung auch automatisch mit an.
Und das könnte ich dann eben in meinem Fahrerarbeitsplatz auch so mit umsetzen. Das wäre, denke ich, auch ein ganz cooles Feature, wenn man dann echt auch die Beleuchtung mit angeht. Muss ich auch mal gucken. Ja, dann oben die Decke. Habe ich mir überlegt, würde halt eigentlich ganz cool aussehen, wenn ich die mit ausbaue. Die würde ich natürlich dann nicht so lang machen, sondern ich würde sie halt nur bis zur Fahrerrückwand machen, dass es halt irgendwo gerade auch abschließt und nicht dann da irgendwie einen halben Meter raussteht oder so. Muss ich aber auch mal gucken, wie ich das dann mache, weil ich will jetzt auch nicht so viel Zeug an unsere Decke hängen, weil ich halt auch nicht weiß, inwieweit ich die belasten kann. Ja, also muss ich gucken, ob ich diese Decken, die originale Decke oben mit ausbaue oder nicht. Weil ich sag mal so den Eurokasten und da vorne diese Frontverkleidungen, die kann ich an der Wand mit festschrauben, das ist kein Thema. Nur muss ich halt mal gucken, wie schwer diese Deckensachen sind, ob ich die dann rein theoretisch bei uns an der Decke festmachen kann oder ob ich das lieber lasse. Also das kann ich noch nicht sagen. Wäre halt eigentlich an sich ganz cool, weil dann würde es halt ein bisschen besser aussehen, aber versprechen kann ich natürlich nichts. Das wird dann wahrscheinlich einfach spontan entschieden. Ja, wie ich dann schon gesagt habe, eben möchte ich mir diese Verkleidungen da vorne noch mitholen. Das heißt, wo eben der Innenspiegel dranhängt, wo dieser kleine Zusatzspiegel mit dranhängt. Dann da rechts die über der Tür die Verkleidung. Weiß ich nicht, ob ich mir die mithole. War ich so in der Idee. Nur ist dann wieder das Problem, dass es halt da drüben wieder offen ist. Beziehungsweise da vorne. Und dann sieht es auch wieder irgendwie scheiße aus. Deswegen weiß ich nicht, ob ich mir die Verkleidung da mithole oder nicht. Das könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, was ihr da machen würdet. Ja, steht also auch noch in den Sternen. Genau, dann haben wir eben hier das Fahrgastpendel. Das Fahrgastpendel, das ist hier an der Schalttafel mit befestigt. Das heißt, das könnte ich dann eben auch immer so mit hin und her bewegen. Ja, braucht im Normalfall eigentlich auch keine mehr. Deswegen sollte das, denke ich, auch kein Problem werden, wenn ich das mit ausbaue. Dann haben wir da unten so ein Holzpodest. Das habe ich jetzt einfach mal aus Sperrholz gebaut. Das muss halt irgendwie stabil sein, sage ich mal, weil in echt ist es ja alles auch so auf so einem Kasten drauf. Und ich kann natürlich nicht das ganze Zeug auf einmal hier auf den Holzboden stellen, weil das Zeug hier auch, ihr seht schon, bis runter auf den Boden geht und das dann ja in irgendeiner Art und Weise höher ist. Deswegen muss ich mir da irgendwie auch ein Podest bauen. Das würde aber eigentlich auch ja, der kleinste Aufwand sein, wenn man da was vor Augen hat. Also ich habe mir da schon ein paar Ideen eingeholt, wie ich das am blödsten machen könnte. Beziehungsweise bin da auch selber noch so ein bisschen am Tüfteln, was eben die stabilste Variante ist, weil der Sitz ja auch ein bisschen was wiegt. Und wenn man da einfach jetzt so eine Konstruktion mit Sperrholzplatten baut, die quasi nur an der Seite irgendwie gehalten werden, das hält vielleicht das eigene Körpergewicht noch aus, aber sobald du einen Sitz drauf stellst, wird das Teil durchbrechen, weil der Sitz doch ein bisschen was wiegt. Wer schon mal so einen Fahrersitz getragen hat, beziehungsweise hochgehoben hat, unten mit der Konsole dran, der weiß, was das Teil wiegt, ist auf jeden Fall nicht gerade leicht. Und ja, deswegen muss ich da auf jeden Fall eine recht stabile Konstruktion bauen, dass das Teil auch nicht durchbricht. Ja, dann haben wir da vorne den Feuerlöscher. Der wird dann wahrscheinlich auch, wie im realen Bus auch, bei mir vorne platziert werden. Das heißt, aktuell haben wir den Feuerlöscher bei uns außen im Flur im ersten Stock und einmal im Keller. Das heißt, wenn ich hier durch die Tür rausgehen würde, links wäre dann gleich der Feuerlöscher. Das sieht aber halt irgendwie ja nicht so geil aus, wenn dann ein Besuch hochkommt und da irgendwie einfach ein Feuerlöscher mitten im Raum hängt. Deswegen wäre dann so meine Idee, dass man den Feuerlöscher einfach hier wieder mit anbringt. Dass der zum einen eben hier an meinem VDV mit dran hängt, dass es wieder real aussieht, und zum anderen, dass außen der Flur wieder einigermaßen okay aussieht. Weil ich sag mal, so im Gefahrenfall, wenn es brennt, ist es dann, denke ich, auch egal, ob ich da jetzt zwei Schritte mehr mache oder ob ich da jetzt, ne, ihr versteht, wie ich das meine, ich glaube, das ist dann letzten Endes auch schon egal. Ja, dann haben wir hier rechts den Schreibtisch, wo aktuell mein VDV angebaut ist. Da wird dann mein Oszilloskop, meine Lötstation bzw. irgendwie eine Halterung hinkommen, wo ich dann mit euch Tutorials filmen kann, wenn es wieder irgendwelche geben sollte, beziehungsweise irgendwelche möglichen Reparaturen aufnehmen kann. Ja, muss ich auch mal gucken, ob ich den Tisch überhaupt dahin baue oder ob ich den Tisch nicht lieber darüber baue, weil ich habe ja auch noch meine Matrix. Und die Matrix ist ja auch auf einer selbstgebauten Halterung montiert, die ich persönlich eigentlich nicht schlecht finde. Entschuldigung. Und ja, ich will die eigentlich beibehalten. Nur das Problem ist, dass die Matrix halt da hinten nicht reinpasst, weil wir eben hier diese scheiß Schrägdecke haben. Und ja, da passt es halt irgendwie nicht so ganz hin. Dann müsste der Tisch weiter vor. Das funktioniert aber auch nicht, weil hier eben dann die Busverkleidung so weit in den Raum reinsteht. Deswegen müsste der Tisch dann, wenn ich die Halterung beibehalte, eigentlich darüber. Beziehungsweise vielleicht kann man die Halterung auch ein bisschen tiefer legen dann. Müssen wir mal gucken, wie wir das letzten Endes lösen. Ja, auf jeden Fall kommt auf den Tisch dann eben meine Lötstation, mein Oszilloskop, dann hat noch so ein paar andere Sachen, dass ich halt da noch was filmen kann, beziehungsweise mein Laptop, dass ich halt auch ein Berichtsheft, beziehungsweise irgendwelche E-Mails schreiben kann.
Ja, das wird dann eben alles auf dem Tisch hier ablaufen. Und dann kommt eben auch noch ein Regal mit rein. Das kommt dann eben entweder hier hin oder hier hin. Das kommt eben wieder ganz drauf an, wo der Tisch dann letzten Endes hinkommt. Und in das Regal kommen dann eben so Sachen wie meine Ibis-Geräte, meine Ersatzteile, die ich so bekommen habe vom Bus, beziehungsweise die noch kommen. Weil, wie gesagt, bei uns fliegen dieses Jahr die letzten 4016 weg und eine Menge Teile kann man dann auch nicht mehr benutzen, weil die 44er Baureihe sich halt im Innenraum zum Beispiel schon wieder ziemlich stark unterscheidet im Gegensatz zu die 4016. Und da müssten dann, denke ich, schon mal ein paar Teile übrig sein, die vielleicht nicht mehr gebraucht werden. Und bevor sie die wegschmeißen, heißt zumindest immer zu mir, kann ich die Teile eigentlich oder geben sie lieber mir. Und ja, muss ich halt einmal gucken, was noch alles so anfällt und was ich dann letzten Endes auch für einen Schrank brauche, von der Größe her und so weiter. Dann habe ich ja hier links auch noch eine riesen Freifläche. Da habe ich mir vielleicht überlegt, ob ich mir nicht sogar so eine Sitzreihe aus dem Bus ausbaue, weil die Sitze bei uns in die Busse, beziehungsweise in die Neoplan, die fliegen eigentlich sowieso alle mit weg. Deswegen bin ich überlegen, ob ich mir nicht vielleicht sogar noch so eine Zweiersitzreihe ausbaue, die ich dann da einfach irgendwie mit hinbaue, dass wenn ich mal Besuch habe, dass man da halt auch ein bisschen mit zugucken kann, wie auch immer. Vielleicht sogar eine Haltestange mit hinbaue, dass ich dann sogar den Haltewunschtaster von da mit meinem OMSI verbinde, beziehungsweise mit meinem Display, dass es halt einfach so ein bisschen realistisch mit ist. Muss ich aber, wie gesagt, auch mal gucken. Ja, das war jetzt halt so meine Idee für mein VDV, wie ich das eigentlich geplant habe. Wie gesagt, es geht eigentlich klar, dass ich die Teile bekomme. Es ist nur letzten Endes dann die Frage, was mit dem einen Bus passiert. Das heißt, ob der selbstständig noch zum Schrottplatz fährt oder ob der ja mit dem Tieflader rausgefahren wird. Für mich persönlich wäre es natürlich einfacher, wenn es ein Tieflader übernehmen würde, weil so könnte ich halt mal an einem Wochenende hingehen und könnte das Teil mal leerräumen. So müsste ich dann erst wieder irgendwie einen Tag Urlaub nehmen, müsste dann auf den Schrottplatz gehen, müsste dann da das Teil leerräumen, wobei man sagen muss, die auf dem Schrottplatz, die warten ja da auch nicht auf mich. Das heißt, da muss ich dann wahrscheinlich auch binnen von 1 Stunde, 1,5 Stunden fertig sein. Das kann mir dann sogar noch passieren, dass ich denen ein Geld zahlen muss. Und da bin ich halt ehrlich, da gebe ich lieber den Stadtwerken ein bisschen was dafür, für das Zeug, bevor ich das dann irgendwie einen Schrottplatz gebe, weil der Schrottplatz, der langt dann da auch wieder richtig zu. Und ich meine, der verdient im Normalfall eigentlich genug Geld. Und wie gesagt, das wäre mir eigentlich die liebere Variante, aber müssen wir halt dann eben mal gucken, wie sich das dann so ergibt. Da werde ich euch auf jeden Fall auch auf dem Laufenden halten. Ja, das war's zu dem Video. Das war ein bisschen ein anderes Video, was Besonderes. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Ich hoffe natürlich auch, dass ihr so ungefähr jetzt mal einen Eindruck gewinnen konntet, wie das dann eigentlich aussehen soll. Wie gesagt, das Zimmer ist 1:1 nachmodelliert. Das heißt, wenn ich dann da mal das erste Video mache, dann muss ich halt mal warten, bis das Zimmer unmöbliert ist, weil aktuell wohnt ja meine Mutter noch da drin oder hat meine Mutter eben ihr Zeug da drin gelagert. Ja, kann ich davon auch gerne mal ein Video machen, dann werdet ihr auch sehen, dass das Zimmer wirklich 1:1 dem von hier im Blender ähnelt. Und ja, wie gesagt, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir sehr gerne ein Like bzw. ein Abo da, falls noch nicht getan, da würde ich mich sehr darüber freuen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video wieder. Ja, bis dahin, macht's gut, Servus und Tschüss.